An diesem Wochenende ging es für unseren Landschleicher nach Friedrichsthal, und zwar in das Friedrichsthal von der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße. Die wiederum ist ja durchaus ein Begriff. Und damit ist klar, es ging also in die Uckermark. Und dort liegt eben Friedrichsthal direkt an der Oder zwischen Schwedt und Garz mit dem Auto ganz gut über die B2 zu erreichen. Friedrichsthal ist also da, wo der Landkreis Uckermark zu Ende ist und da, wo sich das Handy schon mal ins polnische Netz einloggt. Rund 100 Einwohner leben heute in dem ehemaligen Kolonistendorf, also dort, wo man lange Zeit ganz gut vom Tabakbahnbau leben konnte. Es fühlt sich an wie damals, wie allerfeinstes Leder, geschmeidig und robust zugleich. Und die Ballen riechen noch heute, wie sie rochen, als Horst Pehl sie dutzendfach auf den Scheunenboden hiefte. Der Geruch von weiter Welt, auch wenn der ockergelbe Stoff meist noch im Inland Asche wurde. Früher war die Juno und dann F6, wie sie alle hießen. Ich habe ja nie geraucht. Weil ich gewusst habe, was das ist. Denn wenn du Tabak gemacht hast und hast die Finger angeguckt, war nur Peck. Schwarz. Schwarz. Von grünen Tabak. Nur schwarz. Und deswegen habe ich nie geraucht. Habe ich gesagt, dann lass anderen machen. Kluge Leute. Nicht selten sind sie dort zu Hause, wo man sich keine Fehler leisten kann, weil das Leben es einem nicht eben einfach macht. Friedrichsthal, eine Sackgasse im unteren Odertal, direkt am großen Fluss, dort, wo die kleine Uckermärker Welt ganz offenbar zu Ende ist. Ein Ort, wie gemacht für eine Nische, eine wie der Tabak, den es sonst nicht gab. Fast jedes Haus mit einer Scheune für die edlen Blätter. Der Tabak hat sie nicht nur satt, sondern sogar ein wenig reich gemacht, selbst in den Zeiten, als einen Reichsein tendenziell verdächtig machte. In den sozialistischen Brigaden wurde auch viel gefeiert und dazu brauchte man Geld. Und dann gab es immer wieder Leute, die Möglichkeiten hatten, wo man jetzt hat Tabak anbauen können, privat bei denen. Da hat dann die ganze Brigade mitgeholfen. Und das Geld, was dann einkam, das haben wir dann verfeiert, wie es so üblich war. Unsere Feste gefeiert. Ja. Kluge Leute, eben auch klug genug, um aufzuhören, wenn eine Idee Geschichte ist. Tabak also längst Vergangenheit und Horst Pehl längst Rentner. Statt Feinschnitt streichelt er jetzt Lämmer, Kameruner, da, wo mal seine Pferde standen, und auf seinen Feldern und denen in der Nachbarschaft steht statt mannshoher Stauden jetzt Damm und Muffelwild. Wieder eine Nische und die Ware wieder sehr begehrt. Das Blut noch warm im kalten Schnee, die Winterernte von Bernhard Schmitz und Dieter Piepenburg, 7 Schuss im Morgengrauen, 7 Spießer, die ihr Leben ließen, alles, sagen sie, hat eben seine Zeit. November, Dezember ist ja im Mai, wo jetzt auch Treibjagd gemacht werden jetzt. Ne? Und dann muss wieder Ruhe einkehren, weil dann die Damen schwanger sind. Da wird Ruhe einkehrt. Und den wir jetzt auch die kalte Jahreszeit zum Abhängen. Ne? Vielleicht braucht man ja auch ein Stück Fleisch, um über die kalte Zeit zu kommen. Mit Fisch jedenfalls ist es gerade Essig. Die Oder liegt in Winterstarre, das Wasser hoch, weil es der Nordwind von der Küste landwärts drückt und Hechte, Zander, Plötzen eingeschlafen irgendwo im Schilf. Gestern ist er das letzte Mal hinausgefahren, fürs Erste jedenfalls. Lutz Zimmermann war schon mit seinem Opa auf dem Wasser. Auf dem Land zu bleiben, fällt ihm schwer. Ich bin mit Leib und Seele Fischer nach wie vor noch. Wie gesagt, die Bedingungen haben sich natürlich verschlechtert, aber nach wie vor macht es mir noch unwahrscheinlichen Spaß, jeden Tag rauszufahren, weil kein Tag ist so wie der andere. Man fährt raus. Man hat einen schlechten Fang, ärgert man sich natürlich. Es gibt auch noch wieder Tage, da ist man wirklich auch mal positiv überrascht. Jetzt aber bleiben seine Reusen wohl für eine Zeit lang leer, und bis man wieder schaukeln kann über den Oderwiesen und den alten Tabakfeldern, wird es dauern, bis auch die Nachbarn wieder ihre Boote aus den Gärten und Garagen holen und die Katzen wieder Junge kriegen. Macht nichts, die Netze werden wieder voll, denn sie sind kluge Leute hier. Keine Sorge also um den kleinen Ort am großen Fluss. Eine Straße nur, Sackgasse vor dem Deich.